Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so guckst, was ich hier so treib. Und ich habe mir jetzt geschworen, ey, ich gehe da nicht weg. Sollen doch die anderen gehen? Und deswegen habe ich mir jetzt mal kurz meine Schubkanone in die Hand genommen und versuche jetzt damit mal dieses blöde Warpviech auf die Reihe zu kriegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal mehr als ein paar Mal drauf gehen können wir nicht. Und die blöden Beißviecher, die werde ich damit auch, wenn ich die richtige Tat, jetzt das Beißviech. Du bist kein Beißviech, schade. Tut mir leid. So, regional aufgenommen, passt. Hey, Mr. Warp. Vielen Dank, dass du mich zu dir holst. Na? Kann ich dich nicht warpen? Muss ich näher ran? Aber dich kann ich. Und dich hau ich jetzt auf den anderen drauf, wenn der wiederkommt. Hehehe. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Hoffentlich kommt er wieder, bevor er mir hier die Dings kaputt geht, also die Energie ausgeht. So, das hat jetzt nicht geschmeckt. Ha! Weg mit dir, du Schlumpf. So, okay. Wir bauen wieder. Nachdem ich dir das letzte Mal nicht haben fertig bauen lassen hier, bauen wir jetzt ein bisschen weiter, ne? Wir brauchen schließlich hier einen Strom. Und wir brauchen noch ein paar ganz andere Sachen. Ich weiß, ich brauche zum Beispiel dringendst einen, der mir Medikamente-Dinge bastelt. Sehr gut, Strom. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Quarz? Okay. Okay. Krieg. Da, ich hau dich. Ich kann dich nicht hauen? Doch, ich kann dich hauen. Na, siehst. So. Verdammt. Weg. Noch recht viel öfters mache ich das Spiel aber auch nicht mehr mit. Bin ich wieder tot. Und was sind das hier für gelbe Blubber Blödsinn, der da kommt? Habe ich ihn jetzt vertrieben? Habe ich ihn jetzt echt vertrieben? Gut. Ich hoff's. So, ich muss jetzt dringend was essen, damit meine Gesundheit wieder ein bisschen raufgeht. Dankeschön. Das heißt, wir hauen uns jetzt da mal ein paar Melonen rein. Dann sollte ich noch eine essen. Dann sollte ich mal eine Melone verprügeln. Damit wir wieder Samen kriegen. Die müssen wir natürlich da wieder reintun. 2, 3, 4 passen alle. Und dann, ach komm. Da wachsen ja noch nicht viele Lantern Fruits drauf. Dann hauen wir uns die halt auch noch hinter die Binde und hoffen, dass das reicht, dass unsere Gesundheit wieder ein bisschen rauf geht. Das ist nämlich jetzt ein bisschen kritisch und schon langsam. Ein bisschen. Nichts Dramatisches. Ich habe den echt vertrieben jetzt mit den draufhauen, oder? Ich hätte ihn auch scannen können, aber das war mir alles zu gefährlich. Wenn ich ehrlich bin. Hilft es, wenn man sich ins Bett legt, dass man dann Gesundheit regeneriert? Das müsste man fast mal ausprobieren. Für irgendwas müssen auch die Betten gut sein. So. Ich brauche noch... was war das jetzt? Total verwirrt. Die Viecher, die bringen mich echt noch... Quarz brauche ich noch ein bisschen. Die bringen mich echt noch um Verstand, die Tiere da. Diese komischen... 2, 3... Also können wir noch ein paar Stromzellen draufbauen. Wenn irgendeiner beißt, dann bin ich sowieso wieder... Ach! Gott, ich habe mir gedacht, ich sehe ihn noch, aber nein, ich habe ihn... Oh! Mann! Ich habe gedacht, da schwimmt doch was auf mich zu. Wo ist er denn jetzt? Herrschaftszeiten, ey, ehrlich. Blöden Viecher.
Boah, wo bist du? Komm raus! Ich bin fast tot. Und du wirst auch tot sein, wenn es das Letzte ist, was ich tue in diesem Leben. Und dann komme ich im nächsten wieder. Oh, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Der kommt einfach so. Okay. Ich gehe mal kurz rein. Ah, lass mich rein. Eieieiei, das ist ja. Uff. Meine Fresse. Meine Fresse, hey. Das ist ja echt schon nimmer gesund, was ich da mache. Gib mir noch so eine Frucht hier. Ach ja, reicht es? 5%, ein Biss und ich bin eh kaputt. Egal, komm, dann machen wir jetzt einen auf. Aber der andere ist weg, ne? Der ist weg. Gut, mit den kleinen Fischen komme ich klar. Auf Dauer. Soll er mich halt beißen? Oh. Moment. Was haben wir denn da Schönes in der Nachbarschaft, ha? Du warst doch das, der mich gebissen hat. So, hier. Ha! Einer weniger. Den habe ich rechtzeitig gesehen, Gott sei Dank. So. Es ist hier mal wieder Ruhe. Darf ich es mal wieder ein bisschen bauen, bitte? Danke. Ist zu freundlich. Die kommen auch aus diesen kleinen Schwärmen plötzlich rausgeschossen, ne? Dann denkst du an nichts Böses, hast so ein Ding in der Fresse. Das ist eigentlich nicht toll. Dann bauen wir hier noch ein zweites Solarmodul. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Zu vorsichtig kann ich leider nicht sein. Bauen wir noch eins hin. Genau. So, haben wir eigentlich noch? Nee, haben wir nicht mehr. Oh! Ehrlich, 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 komm, komm, komm. Wo war er? Wo ist er? Ich muss schnell genug sein, wenn er auf mich zusteuert. Da ist er. Und batsch! So. Du nicht, mein Freund, und deine ganzen Kameraden auch nicht. So, jetzt gehen wir mal kurz da rein. Okay, Basis, Basis, Basis. Jetzt muss ich überlegen. Wir brauchen Schränke, wir brauchen noch ein paar so Basisdinger. Was braucht denn der? Vier Titanbahnen? Ah, da darf ich aber wieder sammeln gehen. Und das Aquarium, das ist was für innen drinnen, oder? Vier Glas, ein Titan, das geht eher noch, okay. Ah, das ist ja. Ihr spinnt's doch. Ihr spinnt's doch. Der Moonpool braucht so viel Titanbahnen. Oh Gott, da muss ich ja wieder viel, viel sammeln. So, das Titan ist leer. Quarz haben wir nimmer viel. Kupfer. Ach, Kupfer braucht kein Mensch. Da hinten haben wir noch ein bisschen Titan. Machen wir erstmal Basisbau. Und was kostet mich denn eigentlich? Ich habe ja gar kein Ding. Hatte ich ja noch nie, weiß schon, so ein. Ich baue mal Sachen. Fabrikator, Kabelsatz, Computerchip und Titan. Das brauche ich als erstes. Das ist wichtiger als die Ladestation für die Batterien. Ich brauche erstmal was. Was war das jetzt? Kabelsatz? Oh, ja. Habe ich den Dach, den habe ich aufgefangen. Ne? So, dann tun wir mal das weg. Das und das. Ich brauche den Kabelsatz, einen Computerchip. Und was habe ich gesagt? Was noch? War schon, okay. Ich brauche nämlich Fabrikator, ne? Ganz dringend als erstes. In der Basis drüben habe ich mir den immer gespart, weil da konnten wir zum Livepod drauf schwimmen. Aber hier ist ja kein Livepod mehr.
So, den bauen wir wie üblich an die Tür. Und wie üblich ist es blöd, dass der immer so ein bisschen in den Raum reinragt. Aber egal, bauen wir so hin. Blub. Okay, wir können Essen machen. Das ist schon mal gut. Dann bräuchte ich eigentlich ganz dringend einen so einen MIDI-Kasten. Faser-Geflecht, Computerchip. Oh Gott, der braucht auch nochmal einen Computerchip. Okay. Wir sterben halt noch ein paar Mal. Ich habe beschlossen, sterben ist lustig. Aber den Warper bin ich losworden. Das ist doch schon mal was wert. So, dann will ich nämlich hier eigentlich erstmal einen Gang haben. Einen Gang. Hallo, Q und E, genau, Q und E war das. Hier ist so ein Gang hin. Den tauschen wir später aus gegen einen Glasgang, aber das brauche ich momentan noch nicht. Und dann hätte ich hier gerne wieder einen Mehrzweckraum. Ja, doch, trotzdem. Macht mal halt ein bisschen die Landschaft kaputt. Ein bisschen. Ach, so schlimm ist es nicht. Gut. Und dann hätte ich nämlich gerne hier auch wieder einen Korridor. Und hier nochmal Mehrzweckraum. Und dazu reicht mir jetzt das Titan nimmer, genau. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen was in die Motte packen. Apropos Motte, was ist denn da eigentlich noch drin? Ach, und was ich auch brauche, ist ganz dringend, als ganz, ganz dringend brauche ich erstmal Energiezellenladestation, Computerkabelsatz, Glas und Titan. Ich hoffe, das war jetzt nicht der Kabelsatz, den ich hier gerade rausgeholt habe. Doch, war er. Okay, ja, das müssen wir dann halt das nächste Mal machen. Dann könnte ich aber noch Batterieladestationen bauen, oder? Echt Quatsch, was mache ich denn? Die Batterieladestation, Computerchip, Kupferdraht, Glas, genau. Ja gut, die brauche ich jetzt aber auch nicht. Ich nehme jetzt erstmal 1, 2. Mit, genau, das ist dann fürs Essen. Ich brauche was zum Essen bald. Und Titan, wieso sind die eigentlich alle schwarz? Ja, sehr merkwürdig. Ja, komische Sachen passieren in dem Spiel schon manchmal. Komm, ich brauche nicht so viel Sauerstoffflaschen. Momentan. Passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Basisbau unter erschwerten Umständen nennt man sowas, oder? Wahnsinn. Ich brauche hier nochmal einen Mehrzweckraum. Na, du Kasperl. Du sollst, hallo? Du sollst daran, genau, vielen Dank. Und dann bauen wir nämlich hier eine T-Kreuzung hin. Eine T-Kreuzung, genau. Stimmt das überhaupt? Kann ich die nicht da direkt an den Dings anschließen? Ach, das geht nicht. Ach, verdammt. Habe ich nicht gesagt, ne? Nein, habe ich nicht. Blödsinn. Dann schade. Was mache ich denn? Dann brauche ich hier echt erst noch einen Korridor. Das finde ich aber ist echt schade eigentlich. Kann ich jetzt halt keinen Korridor hinmachen? Doch, da. Aber dann müsste ich aber auch eine T-Dings hinmachen können, oder? Dann habe ich es vorher nur falsch gehalten. Ja, siehst, geht doch. Ah, also. Ah. Genau so. So hätte ich die gerne. Wahnsinn. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und dann hier nochmal im Mehrzweckraum. Daran. Genau, vielen Dank. Und dann haben wir das Grundgerüst unserer Basis stehen.
Sehr schön. Und hier kommt natürlich nochmal ein Ko 30 seconds of oxygen Hier kommt remaining. natürlich nochmal ein Korridor rein. Gut. Und jetzt können wir reingehen. So, sehr schön, weil da gehen wir dann dahinter, weil keine Ahnung, was ich dahin mache. Auf jeden Fall hier in die Richtung kommt dann der Moonpool hin. Damit wir dann da mit der Motte andocken können. Und im Eingang weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, den mache ich hier irgendwo in die Mitte rein. Weil da taugt er mir eigentlich auch nicht wirklich. Ach, da hinten sind schon die schwebenden Inseln. Und da kommt so ein kleiner Drecksbatzenfisch. Ach nee, du bist ein anderer. Okay, nehme ich zurück. Aber trotzdem, komm mal her da. Klick. Danke. Ach, das ist auch cool, ne? Und du auch. Klick. Hehe. Ich mag das. So, und ich würde sagen, dich baue ich weg hier. Du taugst mir da nicht. Kuh, genau. Ich will dich nämlich nicht da haben, sondern ich will dich da haben. Da finde ich dich viel cooler. So. Na? Schaut doch viel besser aus. Dann können wir hier in unsere Basis rein. Und vielleicht brauchen wir auf der anderen Seite auch noch eine. Können wir in die Basis rein, können rausgucken. Ja, ich mache da auch Glasgänge draus. Natürlich mache ich hier Glasgänge draus. Ganz hundertprozentig. Wir könnten mal schon mal andeutungsweise, auch wenn ich nichts dafür habe, die Andockbucht hier anflanschen, versuchen. Ich glaube, da brauchen wir erst noch einen Gang, oder? Da werden wir erst noch einen, upsa, einen Gang brauchen. Einen Korridor. Sonst ist es, glaube ich, alles da dran hier. Hallo? Wieso kann ich jetzt da kein... Mein Gott, also manchmal... Machen wir da so einen Korridor hin. Doch, machen wir auf jeden Fall. Oder geht es auch... das möchte ich gerne noch ausprobieren. Könnten wir vielleicht den anderen doch gleich hin tun. Das wird mir eigentlich fast noch besser gefallen, ne? Hier die Andockbucht. Hä? Also das, manchmal ist es schon schwierig. Ach, die kann man nicht drehen. Manchmal ist es ja schon echt schwierig hier. Ja, ich weiß, ich muss Luft holen und ja, ich weiß, ich bin über der Zeit, aber ach. Ich hoffe, das stört euch mal nicht. Welcome aboard, Captain. Müssen wir da doch erst einen Gang bauen. Machen wir es halt so. Ein Gang. Und da bauen wir dann die Andockbucht hin, oder? Das lässt er uns so nicht machen. Ne? Von die kann man nicht von innen. Gänge ja, aber die Andockbucht nicht. Das ist schon komisch. Ah, dann machen wir es so. Na, dass wir schon mal ein Bild haben, wie das ausschaut. Ah, es ist aber echt. Das könnten sie irgendwann auch noch ein bisschen besser machen. Das wäre echt reizend. Hallo, gerade habe ich es gehabt. So oder so? Mein Gott, echt wahr. Es ist schlimm, das ist echt schlimm. Also nochmal so. Schauen wir mal. Oder eins rüber. Eins rüber wäre fast cooler, ne? Ja, ich glaube schon. Dann machen wir doch das nochmal weg und sagen hier Andockbucht. Na, jetzt haben wir es doch gerade wieder gehabt. Oh, das ist echt, also das Bauen, da könnten sie sich auch noch was überlegen, dass es ein bisschen besser geht hier. Ich weiß ja gerade wieder gar nicht, wo ich bin. So.
So, oder? Ich glaube, so machen wir's. Ich glaube, so machen wir das. So schaut's gut aus. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Genau, so, dann gehen wir mal kurz Luft schnappen. Können wir uns ja auch von. Es lass mich. Lass du mich jetzt da rein, bevor ich drauf gehe. Danke. Ja, doch, ich glaube, so können wir es lassen, oder? Das schaut ganz cool aus. Da in der Mitte werden wir dann so ein bisschen unser Obst und Gemüse anbauen. Ja, ihr wisst schon, so das Zeug, was draußen wachsen muss. Ah, gefällt mir ganz gut. Und wir könnten da dann noch zwei Plattformen drunter setzen. Glaube ich, schaut cooler aus. Und das lassen wir so, das gefällt mir ganz gut. Schade, dass man die nicht so längs hin tun kann. Das würde mir fast noch besser gefallen, aber so geht's auch. Ja, dann haben wir doch schon hier unsere erste kleine Basis. Dann können wir ja dann hier auch die Türmchen mal ein bisschen nach oben machen und so. Ja, dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ne? Also ich finde, hier ist ein ganz netter Platz, nachdem wir jetzt auch diesen blöden Warper losgeworden sind, nachdem wir uns der Bekanntschaft mit unserem Messer machen durfte. Genau. Jo, ich werde dann zwischen der und der nächsten Folge wieder Ressourcen sammeln wie ein Depp. Das Ding braucht Titanbahnen, haben wir gesehen. Ne? Hier vier Titanbahnen. Das ist eine Menge Saft und Zeug und Dings. Und ich brauche eine Menge Computerchip und Fasergeflechte und Tod und Teufel. Also ich meine, ich muss hier einen Haufen Zeug machen. Ich werde vielleicht ein, zwei Stücke an der Basis auch weiterbauen zwischen der und der nächsten Folge. Aber das werde ich ja dann sehen, und ich werde es auch sehen, wie ich halt dann dazu komme und so. Alles klar, dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen, über einen Kommentar. Ihr könnt es auch gerne schreiben, ob euch das taugt, wo ich hier die Basis baue. Und ja, das Video auch gerne weiterempfehlen und weiterteilen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.